Ich hatte gerade, das sieht doch so aus wie so Sprenggeräte, oder? Kann ich dir den ins Gesicht werfen? Alter! Nice! Okay, das geht auf jeden Fall. Springen wir da rüber. Mich wundert trotzdem, dass hier überall noch diese komischen Batterien rumfliegen. Muss ich ja ehrlich sagen. Als bräuchte ich die für irgendwas. Aber wenn ich das richtig sehe, bräuchte ich die eigentlich nicht. Offline? Das macht ja nichts. Wäre eh hier wieder raus. Komm, eile dir. Okay. Wir haben alles, was wir brauchen. Hier ist das Vakuum. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier kommt gleich auch noch irgendwas. Da ist nämlich einer. Irgendwie war das doch klar, oder? Was hat er? Ein Stase... das Stasepack brauche ich sowieso gerade nicht. Das ist nicht so schlimm, dass ich das nie einsammeln kann. Finde ich persönlich. Und lass mich da wieder rein. Oh, oh. Der Sound ist cool. Möchte ich mal anmerken. Während man hier in der Stase ist... Quatsch, in der Stase, in der Schwerelosigkeit ist der Sound so gedämpft und so. Das ist ja cool. Kann ich mit dem Ding rumfahren, während ich da drauf stehe? Das wäre ja auch interessant. Komm mal wieder hinüber. Jetzt muss da noch einer rauskommen. Da kann... Siehste? Da kam nämlich noch keiner raus, wollte ich sagen. Zack, zack. Ich schieße mir nochmal in den Kopf. Weil, warum nicht? Und irgendwie ist mein Inventar schon wieder voll. Das ist... Na? Was ist denn vor? Kann ich die eigentlich auch... Okay, ich kann nur Teile von ihnen durch die Gegend schieben. Na gut, dann nicht. Oh oh. Was war das für ein Ton? Wo ist da was? Ich hab was gehört. Oh, da oben ist einer. Wow, was hat er denn gerade machen wollen? Ist aber nicht noch so einer, ne? Nö. Da muss ich nicht rein, das wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber gut. Wenn ihr meint, dann eben nicht. Dann eben nicht. Kommt da noch einer raus, hä? Ich möchte da keiner rauskommen, dann nicht. Da war ich drin, da vorne ist die Werkbank. Ich brauche aber einen Shop, keine Werkbank. Was ist der Typ, der seinen Kopf irgendwie hingeschlagen hat, ne? Da ist noch so ein Stase. Kann man diese... Was ist das denn? Ich glaube, ich muss eh drücken. Yep, das sah nämlich so... Was sind das für Geräte? Alter, haben die mich... What the fudge? Okay. Das bringt mich aber direkt hier wieder hin. Oh, shit. Shit. Sie kommen. Sie kommen. Alter. Da hinten ist noch so ein Ding. Ich weiß nicht, was das für... Oh, crap. Danach. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind, aber sie sind nicht schön. Oh, Gott. Ist ja... Bäh. Hätte ich da vielleicht mit der Stase-Dings was machen können? Weil hier ist ja extra so ein Stase-Gerät. So, immer noch was. Da sind noch mehr von den Viechern. Alter, was sind das für Dinger? Das ist ja ekelhaft. Wow. War da gerade irgendwas, wollte ich sagen. Ich dachte, da wäre irgendwas gewesen. Ja. Okay, wir sind wieder hier. Dankeschön. Hey, Moment. Oh, das ist ja cool. Wenn ich hier drunter laufe, dann tropft mir das auf den Kopf. Was passiert, wenn ich jetzt so eine Stunde stehen bleibe? Davon wird man doch verrückt, oder? Einfach mal so. Und dann bleibe ich jetzt so eine Stunde stehen. Ihr könnt euch das gerne angucken, wenn ihr möchtet. Aber wahrscheinlich werdet ihr davon auch irgendwann verrückt. Ein Blödsinn. Ich gehe natürlich weiter. Gucken wir mal in den Shop. Bisschen was verticken, glaube ich. Ach ja, und wir können ja jetzt Impulsprojektile kaufen. Die sind wahrscheinlich für das, ja, für das Impulsgewehr. Nein, wirklich. Snizzle, du Held. Und wir können Luftkanister kaufen. Das ist auch nicht schlecht. So, was kann ich denn alles loswerden? Siehst du, das ist zum Verkaufen. Das ist schön. Dann würde ich sagen, das verticken wir direkt mal. Yep, ich bin mir sehr sicher. Munition haben wir auch noch ein bisschen. Das ist gut. Jetzt überlege ich, ob ich vielleicht ein paar noch irgendwelche Medikits oder sowas verkaufe, weil ich vertick mal ein Medikit, eins davon und komplett wiederherstellt. Ich glaube,
mittelgroßen Teil der Gesundheit. Nee, ich verkaufe mal noch ein großes. So. Wir brauchen, denke ich, jetzt gerade mal noch nicht so viel. Und dann... Ja, wir könnten noch halt eine andere Waffe kaufen vielleicht. Oder halt auch noch einen Energieknoten. Dann können wir auf jeden Fall in die komischen Spezialräume rein. Das wäre ja ganz schön. Impulsgewehr, weiß ich nicht. Ein Sturmgewehr. Der Slicer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe das mal irgendwo gesehen, dann ist das eigentlich einfach nur so ein breites Dings von dem, was ich jetzt habe. Und das wäre ja eigentlich ziemlich cool. Weil ein Flammenwerfer natürlich auch awesome wäre. Ich habe eine schöne Idee. Wie wäre es, wenn ihr mir mal in den Kommentaren schreibt, was ich von den Waffen hier nehmen soll? Also wir haben einmal die Strahlenkanone. Das ist, glaube ich, einfach das Ding, was ich jetzt habe, nur in breiter. Soll, glaube ich, auch relativ gut sein. Dann haben wir ein Impulsgewehr, irgend so ein Sturmgewehrgerät. Und wir haben den Flammenwerfer. Schreibt mir doch mal, was ihr meint, was ich davon nehmen soll und was ihr davon gerne sehen möchtet. Das ist doch, denke ich, eine wunderschöne Möglichkeit, euch da ein bisschen auch zu involvieren. So, und dann lassen wir das erstmal. Ich denke, ich werde erstmal noch mit meinem Plasma-Cutter ganz gut weiterkommen. So, jetzt machen wir hier erstmal wieder eine Runde speichern. Wie oft habe ich denn jetzt schon auf den oberen Speicherplatz gespielt? Ich weiß es nicht. Wir machen erstmal noch ein bisschen weiter. So. Und dann, ja, haben wir das Ding ja jetzt fertig und können das da so da dran bauen. Willst du nicht... Ach, in Deckung gehen ist ja was für Weicheier. Das gefällt mir übrigens nicht. Das hier ist nämlich jetzt die Morgue. Bis zur Leichenhalle sollte sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Kapitäns. Bis zur Leichenhalle soll es sicher sein. Bist du dir da ganz... Das sieht nämlich nicht so aus da vorne. Hier ist noch ein Audio... Ach, ein Videolog. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest, Schwester. Drücken Sie ihn nach unten. Ende der Aufzeichnung. Das ist doch die, die wir... Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Was macht da so böse Geräusche schon wieder? Und das da gefällt mir so gar nicht. So gar nicht. Angst. Leichenhalle klingt echt nicht schön. Fuck this ship. Okay. Was steht da? Is it safe? No. Definitiv nicht. Was steht da? Safe? Das sollte, glaube ich, Save Us heißen, oder? Aber das sieht aus wie ein W. It's time. Give them hope. Give them strength. They'll last a bit longer. We are so fucked. Was steht da? Don't open that door. They have come. Das ist ja toll. Wunderschöne Aussichten, muss ich schon sagen. Da ist was umgefallen und ich weiß nicht warum. Ich will das auch eigentlich nicht öffnen, muss ich ja zugeben. Aber ich fürchte, wir müssen da rein. Na, das ist ja alles... Oh, ach du Schande. Da hinten... Oh, es ist ein komisches... Weltraumbaby. Uah, da ist noch irgendwo was. Oh, da, es schießt, es schießt, es schießt. Töte es. Töte das eklige, dreckige Mistviech. Ist es tot? Bist du tot? Ja, du bist tot. Oh Mann, warum? Warum? Plasma-Energie? Hier haben wir noch irgendeinen Lock. Nee, Strahlmunition, ich weiß nicht. Ach so, das wird wahrscheinlich für den Strahlenwerfer sein, ne? Nein, Snizzle, wie kommst du denn auf so geniale Gedanken? Moment, was war das denn da? Alter, was ist da? Was ist denn da in dem Eimer drin? Das sieht ja widerlich aus. Also mal so richtig widerlich.
Ah, da vorne ist irgendwas. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es leuchtet grün. Oh, das ist da kaputt. Da ist bestimmt Munition drin. Da ist ja meistens Munition drin in diesen Dingern. So, hier habe ich irgendwo das andere Baby zerschossen. Da ist es. Gibt es ein bisschen Plasma-Energie. So, dafür brauchen wir Munition. Quatsch, Munition. So einen komischen... Was ist das? Sauerstoffstation. Aber noch ist ja hier kein Problem mit Sauerstoff. Na, das ist ja toll. Ich sehe schon. Irgendwann gleich habe ich Sauerstoffprobleme. Toll. Ganz toll. Oh Mann. Muss denn sowas sein? Da hinten ist... Kann ich das von hier aus? Tatsächlich. Guck mal, wie weit das geht. Dann stoppt das mal da rein. So. Du verhältst dich nicht sehr physikalisch korrekt, mein Freund. So. Ich möchte mal kurz anmerken, dass wir hier gerade das Licht wieder eingeschaltet haben. Warum sollte denn irgendwann Sauerstoff... Naja, egal. Wow. Wow. Baby, 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 Baby. Da war ein Baby. Ein Monster-Baby. Da ist es wieder. Da ist es wieder. Ich sehe dich. Kann ich ihm einfach ins Gesicht schießen? Ich kann ihm auch einfach ins Gesicht schießen. Davon stirbt es auch. Sehr gut. Das macht, glaube ich, auch nur mehr Schaden, wenn ich irgendwie... Oh, das ist kein Baby. Ich muss ja sagen, die Babys gehen. Die laufen halt so rum, machen komische Töne. Du siehst auch irgendwie wie ein Gegner aus. Bist du aber nicht. Okay. Aber es sind keine Nahkämpfer. Ich hasse ja Nahkampfgegner, muss ich sagen, in so Horrorspielen. Wow. Viecher. Viecher, Viecher, Viecher. Ich glaube, hinter mir ist auch einer. Yep, da ist auch einer. Nicht gut. Der da lebt nicht mehr. Okay, das ist gut. Haben wir sie alle? Okay. Bei dir bin ich mir nicht so sicher. Ich schieße nochmal. Zur Vorsicht schießen wir nochmal drauf. Da gab es Credits. Hier gibt es nochmal Credits. Du hast da hinten auch noch irgendwas fallen lassen, ne? Ja. Plasma-Energie. Was haben wir da? Oh, guck mal. Da brauchen wir wohl wieder einen. Habe ich aber gerade nicht. Okay, wir suchen also noch einen Energieknoten für diesen Raum da vorne. Bin nicht ganz sicher, ob die sich immer lohnen, aber ich nehme einfach mal an, sonst wird es ja nicht diese Energieknoten und so man dafür benutzen müssen sollen. Dürfen. Da ist die Intensivstation, da muss ich hin, ne? Und das da hinten sieht so nach einer Falle aus. Moment, erstmal nehmen wir das hier mit. Ein Audiolog. Hallo, kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Kratzen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Das ist so eine Falle hier, ne? Das ist so eine Falle. Aber da vielleicht gibt es da einen Energieknoten, den ich gerne hätte. Oh, crap. Dreckes Drecksmistviech. Da kommt bestimmt noch einer von hinten. Da kommt bestimmt noch einer von... Ah, da ist er schon, da ist er schon. Geh weg. Die sterben. Lad doch bitte. Da kommt noch einer. Tut doch meinem armen Herzen sowas nicht an. Das sind Credits. Ach, guck mal. Und ein Textlog. Neugeborene. Oh Gott. Alyssa Rose. Oh, oh. Toll. Jetzt kriege ich auch noch die Namen von den Viechern, die ich hier töte. Oh, muss denn sowas sein? Hier ist übrigens auch noch so ein Sauerstoffgerät, was mir nochmal wieder sagt, dass wahrscheinlich... ich hier später nochmal durch darf. Strahlenmunition, aber kein Energieknoten. Schade. Aber warum ist hier in dieser Sackgasse eine Sauerstoffstation? Das wird nachher bestimmt ein Sauerstoffrun hier durch, ne? Einmal zurück wahrscheinlich. Möglichst mit... What the hell?
What? Warum machst du sowas hier? Und da liegt ein totes... Oh Gott, das ist ja nicht schön hier. Das ist ja überhaupt nicht schön hier. Was ist das? Ein Textlog. Wissenschaftliches Logbuch von Dr. Kain Tees, Chief Science Officer. Benjamin, ergänzend zu unserem vorausgegangenen Gespräch möchte ich Sie bitten, den Transport des Markers auf das Schiff um ein oder zwei Tage nach hinten zu verlegen. Sie wissen, dass ich genauso erpicht wie Sie darauf bin, ihn detailliert zu studieren, und ich verstehe die Dringlichkeit, die sich aufgrund der Ereignisse in der Kolonie ergibt. Doch ist das auch der Grund für meine Bitte. Gehen wir weiter nach unten. Das Scrollen mit dem Mausrad ist hier ein bisschen komisch. Was da unten passiert, ist einfach zu einzigartig, zu beispiellos, um es ohne eine angemessene Untersuchung der Ursachen und Wirkungen zu beenden. Nach einer Besprechung mit Dr. Mercer möchte ich mich mit Dr. Schiarello und Dr. Valent auf dem Planeten treffen und ihre Beobachtungen protokollieren. Terence. Ich möchte mal gerade anmerken, dass die alle einander Klatscher haben hier. Was ist denn daran so... wahnsinnig doll. Also, die finden das so faszinierend, was da passiert ist. Das sind alles irgendwelche komischen Monster geworden. Was ist denn daran faszinierend? Das ist nicht so schön. Möchte ich mal anmerken. Mir fehlt immer noch ein Energieknoten. Und das ist schlecht, wenn ich den auf den Rückweg noch brauche. Denn dann... Was zur Hölle war das? Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen. Zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen sind. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und Selbstmord sollten ebenfalls mit dem Paranoia hängen. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Valent hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Fahrstuhl, der Geräusche macht. Okay, ich möchte anmerken, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier im Alien-Film. Wollen irgendwelche komischen, verrückten Dudes oder komische Viecher auf ihr Schiff holen. Und offensichtlich auch diesen komischen Marker. Oh, hier sieht es ja auch wieder total einladend aus. Wir wissen doch alle, was hier gleich passiert. Da hinten liegt schon so der, das ist doch der Captain. Geht die Tür auf und ich schieße, was auch immer da rauskommt, mal den Kopf weg. Hier kommen doch gleich die Leute da rausgestiefelt, oder? Aus diesem komischen... What the fudge? Was ist das für ein Gerät? Oh shit. Nein. Piesel dich, du. Na, du auch. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich mag dich nicht. Wow, das hat auch gerade so gereicht mit der Munition. Alter, was ist das für ein Ding? Bäh. Und jetzt hat es sich hier so um meine... geh weg. Weg. Verzieh dich. Ist ja ekelhaft. They are watching. Ja, das tun sie offensichtlich schon länger. Da gibt es nochmal Credits. Was haben wir hier? Ein Textlog. Medizinisches Logbuch. Bla 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 bla. Es ist meine traurige Pflicht, Captain Benjamin Mathias offiziell für tot zu erklären. Berichte über die genauen Umstände seines Ablebens sind widersprüchlich und entziehen sich meinen Befugnissen hier. Ich kann lediglich über den Zustand der Leiche berichten. Der Verstorbene erfreute sich einer für sein Alter guten Gesundheit, obwohl ein oberflächlicher Bluttest erkennen ließ, dass seine Leukozytenanzahl sehr gering war und kaum Eosinophilen existierten, was auch immer das sein soll. Sein medizinischer Check vor dem Abflug wies eine rasche
Moment. Ah, nein. Vor dem Abflug wies keins dieser Besonderheiten auf, was auf eine rasche Entwicklung deutet. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass das etwas mit seinem Tod zu tun hatte. Diverse Quetschungen an Armen und Beinen weisen auf einen kurzen Kampf vor dem Tod hin. Kleinere Rippenprellungen lassen außerdem vermuten, dass sein Brustkorb in irgendeiner Weise eingezwängt oder gequetscht wurde. Todesursache war eine Verletzung des Augapfels, die sich durch die Augenhöhle fortsetzte und ihren Abschluss im Frontallappen fand. Die Folge davon war ein rapides Neurotrauma, ein Schlaganfall und schließlich der Tod. Die Kraft, die für eine derartige Zerstörung der Augenhöhle aufgebracht werden muss, ist enorm und die Wahrscheinlichkeit für eine selbst zugefügte Verletzung daher eher gering. Ja, ich denke, das war auch, der war auch relativ happy oder so. Ich sehe mich deshalb gezwungen, seinen Tod als durch rechtswidrige Fremdeinwirkung verschuldet zu protokollieren. Ob diese Einwirkung vorsätzlich oder fahrlässig geschah, entzieht sich meiner Zuständigkeit. Okay. Er wurde also gekillt, ja? Du warst das. Ich trete dich nochmal. Rig des Captains. Und ein Midi-Pack. Das klingt doch schon mal schön. Alter, hier ist ja auch... Und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde rausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Ich weiß nicht, was das da ist, aber es ist nicht schön. Guck mal, hier sind überall so Dinger. Noch ein kleines Medikit. Das ist ja schön. Was haben wir hier? Ein Energieknoten. Ha! Okay, wenn wir gleich nicht einen Sauerstoff-Run machen müssen, dann gehe ich in den Raum noch. Ich werde wahrscheinlich auch so in den Raum noch reingehen. Moment. Zurück zur Notaufnahme. Die Frage ist, ob ich nicht... Ist das egal, wo ich lang gehe? Ich meine, wir müssen zur Monorail-Station. Da kommen wir also auf jeden Fall wieder zurück. Sprich, wenn ich hier lang gehe, dann müsste ich da ja eigentlich auch irgendwie wieder hinkommen, ne? Wir machen das mal. Wir gehen mal hier rum und hoffen, dass es vielleicht eine Abkürzung ist. Aufzug fahren! Ach, guck mal, hier war ich doch auch schon mal. Hier bin ich jetzt. I see. Moment, dann können wir doch tatsächlich nochmal da hinten rum, ne? Es sei denn, hier passiert gleich irgendwas Böses. Das war doch hier irgendwo direkt um die Ecke, ne? Genau, hier war das. Ha! Awesome. Komm, lass mich rein. Ich nehme an, dass in solchen Räumen dann irgendwelche... Genau, sowas wie... Wow, das nenne ich eine Menge Munition. Aber das da sieht aus wie so eine komische... Ja, Munition, wie ein Schema. Strahlmunition, Inventar ist voll, ne? Toll. Yay, Inventarmanagement in so einem Spiel. Oh Mann, was haben wir denn da Schönes? Moment, wenn ich jetzt mal einfach... So, hat er jetzt ein kleines Medikit benutzt. Er hat... Ich weiß nicht, was er benutzt hat. Er hat irgendwas benutzt. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich Q drücke, Q ist ja hier Medikit und so, dann benutzt er das, was am sinnvollsten gerade ist. Nicht irgendwie automatisch das Größte oder irgend so einen komischen Quark. Sprich, er hat jetzt offensichtlich irgendwas benutzt, was am sinnvollsten war. Und jetzt haben wir Platz für das Schema. Und Strahlmunition klingt gut. Also sehr gut, dass wir das gemacht haben hier. Stasepack brauche ich nicht. Habe ich sowieso noch eins. Ich gehe nicht davon aus, dass ich die irgendwann mal so brauche, dass ich mehr davon brauche. Ergo passt das so schon. Ich würde gerne nochmal irgendwo speichern. Wo gab es hier nicht irgendwo auch eine Speicherstation? Vielleicht. Also da geht es wieder raus. Das ist mir klar. Hm. Wobei man ja scheinbar auch, wenn man stirbt, nicht direkt automatisch bei dem Speicherpunkt zurückkommt, sondern einfach kurz vor dem Kampf, wenn ich das richtig gesehen habe. Also zumindest eben war das ja so, als diese komischen kleinen Drecksviecher da waren. Diese komischen Blobbeldinger, was auch immer das war. Zurück zur Sicherheitsstation. Steht da? Steht da immer, wo ich hin muss? Isaac. Wow. Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt.
Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Ich laufe hier an so einem Loch vorbei, ne? Und du erzählst mir was von einer außerirdischen Lebensform. Na, du bist ja ganz toll. Ach du Scheiße. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will aus diesem verfluchten Schiff raus. Oh, okay. Ach, es war nur Wasser. Ah. Ich werde schon total... Oh Gott. Das ist alles irgendwie nicht schön. Ja, ja, Strahlmunition gönnen wir jetzt. Das ist schön. Wir haben hoffenweise Plasma-Energie. Das gefällt mir eigentlich auch. Wobei die Sache ist, ich habe da irgendwie so... Platz und so. Und das ist relativ viel. Ich glaube, ich werde mal da ein kleines bisschen was von verkaufen. So. Wenn ich jetzt noch irgendwie... Komm, ich verkaufe noch mal ein mittleres Medikit. Dann haben wir jetzt nämlich 30.000. Das reicht einmal dafür, dass ich beim nächsten Mal, denn ich werde jetzt gleich die Aufnahme erstmal beenden, können wir ihr eine von diesen Waffen kaufen. Ich sage das nochmal, schreibt mir bitte in die Kommentare, welche Waffe ihr gerne hättet, dass ich die ausprobiere und euch die zeige. Wir haben einmal halt den Flammenwerfer, das Impulsgewehr und die Strahlenkanone. Gebt mir da einfach einen kurzen Kommentar und dann, denke ich, werden wir mit der Waffe, die am beliebtesten ist oder wie auch immer man das gerne nennen soll, werden wir dann einfach mal beim nächsten Mal anfangen und weiterspielen, so zumindest der Plan. Und dann kann ich vielleicht von dem restlichen Geld noch Energieknoten kaufen, das muss ich mir dann nachher noch angucken. So, aber wie gesagt, wir gehen jetzt noch speichern und dann würde ich einfach mal sagen... Danke fürs Zusehen für die ersten Folgen und ich hoffe, euch gefällt diese neue Let's Play-Serie und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn ich wahrscheinlich weiterhin mich von irgendwelchen Monstern fressen lasse. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.